Liebe Schwester Generaloberin Methoda, Schwester Provinzoberin Theresia, liebe Auerbacher Schwestern und liebe Ordenschristinnen und Christen, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, auch ich freue mich, dass so viele heute gekommen sind, liebe Schwestern und Brüder und natürlich ganz besonders liebe Angehörige, Eltern, Geschwister, Verwandte, Freundinnen und Freunde unserer Novizinnen. Maria Anne, Maria Clara, Maria Nathalie, schöne Namen habt ihr bekommen. Ihr habt heute das Ordenskleid empfangen, mich und ich danke Ihnen allen, dass Sie und ihr so zahlreich zur Einkleidung gekommen seid und teilnehmt, auch die, die durch Fernsehen und durch den Hörfunk mit uns verbunden sind. Immer wieder werde ich im Innen und sogar im Ausland gefragt, wie es denn kommt, dass die Auerbacher Schwestern jedes Jahr Einkleidungen und Professen feiern können. Mit schnellen Antworten bin ich zurückhaltend. Und aus theologischen Gründen muss man das auch sein. Berufung zum Ordensleben, in die besondere Nachfolge Christi, zu einem Leben in Armut, keuscher Ehelosigkeit und Gehorsam, ist Sache Gottes und gehört zu seinen Geheimnissen der Erlösung der Menschheit. Ordensschwestern haben im Plan Gottes für das Himmelreich, das alle Menschen empfangen sollen, Platz und Auftrag. Das Himmelreich ist Sache Gottes und die Berufungen, für dieses Himmelreich zu wirken, ebenso. Wir Menschen müssen dafür freudig staunen und dankbar sein, für jede Berufung. Wir dürfen nicht in menschlichem Hochmut Gott und seine Entscheidungen zerdenken und schon gar nicht zerreden. Deshalb ist auch jetzt und heute zuerst Dankbarkeit und Freude angesagt für die drei Berufungen durch Gott und Jesus Christus in die Gemeinschaft der Schwestern unserer lieben Frau. Seien vor allem Sie, liebe Novizinnen, dankbar, dass Sie berufen sind. Wir alle, lasst uns das Geheimnis Gottes und seiner Vorsehung dankbar preisen, der uns diese Einkleidungsfeier heute schenkt und an der wir teilnehmen dürfen. Bei aller Zurückhaltung gebe ich aber dann doch auf die Frage, warum die Auerbacher Schwestern jedes Jahr Einkleidungen und Professen feiern können, eine Antwort. Und sie lautet, weil sie mit Ernsthaftigkeit und Freude als Ordenschristen leben und wirken. Mit Ernsthaftigkeit und Freude leben sie ihr Ordensleben. Und was bedeutet das? Den Ursprung meiner Antwort, den habe ich von Romano Guardini erhalten, einem angesehenen Theologen des vorigen Jahrhunderts, den ich persönlich sehr schätze und für den jetzt auch das Seligsprechungsverfahren eingeleitet ist. Er hat viele wertvolle und lesenswerte Bücher geschrieben. Eines trägt den Titel Briefe über die Selbstbildung. Und der erste von den 9 Briefen, die dieses Buch enthält, der trägt die Überschrift von der Freudigkeit des Herzens. Darin schreibt Romano Guardini gleich am Anfang, ich zitiere ihn, die Freudigkeit
ist die Schwester des Ernstes. Dann fährt er fort und führt aus, dass der Mensch echte Freude, und er nennt sie eben Freudigkeit, nur haben kann, wenn er mit Ernst, also ernsthaft, was meint, klar, entschieden, treu und eifrig, entsprechend seiner Berufung lebt und wirkt. Bei den Auerbacher Schwestern findet man diese Ernsthaftigkeit im Ordensleben, im Beten und in den Gottesdiensten, beim Arbeiten und auch im Umgang mit den Mitmenschen. Aus ihrer Ernsthaftigkeit entsteht ihre Freudigkeit. Weil Ernsthaftigkeit und Freudigkeit bei ihnen vorhanden sind und junge Menschen sie erfahren und anziehend finden, haben sie Nachwuchs. Das ist meine Antwort auf die Frage, warum die Auerbacher Schwestern immer neue Aufnahmen haben und Professen feiern können. Liebe Schwestern und Brüder, diese beiden Eigenschaften gehören als Geschwister im christlichen Leben immer und bei allen Christen zusammen und können nicht voneinander getrennt werden. Das gilt für die Ordenschristen, das gilt für uns, liebe Mitbrüder, das gilt für jede Ehe und Familie, für jeden Christen. Wer mit Ernsthaftigkeit sein Leben lebt als Christ, in der Nachfolge Christi, im Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes, wer seine täglichen Standespflichten gut und treu erfüllt, der empfängt diese Freudigkeit. Auch das Leben Jesu war von Ernst und Freudigkeit bestimmt, bis zum Tod und zur Auferstehung. Und auch die kirchlichen Schriften von Anfang an, besonders auch die Biografien der Heiligen, bezeugen, dass authentisches, ernsthaftes Leben als Christin und Christ Freudigkeit schenkt. Wenn die Ernsthaftigkeit im Beten, in der Mitfeier der Gottesdienste, im täglichen Bemühen nach den Geboten Gottes und dem Vorbild Jesu Christi und auch der Heiligen zu leben abnimmt, dann nimmt auch die Freudigkeit ab. Das habe ich oft festgestellt, bei mir und in der geistlichen Begleitung bei vielen anderen. Ernsthaftigkeit und Freude gehören zusammen, und aus der Ernsthaftigkeit erwächst die Freudigkeit. Die Freudigkeit darf aber nicht mit Spaß, Keep Smiling, Dauerlächeln und Witzeklopfen verwechselt werden. Freudigkeit ist die innere, heitere Gelassenheit, die von Demut und Selbstlosigkeit, von Freundlichkeit und Wohlwollen gekennzeichnet ist. Romano Guardini schreibt: Wir wollen trachten, dass unser Herz froh werde, nicht lustig. Das ist etwas ganz anderes. Lustig sein ist äußerlich, macht Lärm und verfliegt rasch wieder. Die Freudigkeit aber lebt drinnen, still und wurzeltief. So Romano Guardini. Die Freudigkeit lebt aus der Beziehung zu Gott und in der Gemeinschaft mit Jesu Christus und mit den Schwestern und Brüdern. Liebe Novizinnen, liebe Ordenschristen, liebe Mitbrüder, Schwestern und Brüder, Ernsthaftigkeit und Freudigkeit soll unser Leben prägen. Durch die Ernsthaftigkeit in unserem Gebetsleben, Morgengebet, Tischgebete, Abendgebet, die Ernsthaftigkeit auch bei der Mitfeier der Gottesdienste, Ernsthaftigkeit beim Anhalten unserer Standespflichten, bei den täglichen Arbeiten und der Begegnung mit den Mitmenschen, da entsteht und wächst die Freudigkeit in uns. Ihnen, liebe Novizinnen,
lege ich ans Herz und natürlich uns allen, bleiben wir ernsthaft in unserem Leben. Bewahren wir uns vor der Oberflächlichkeit und den faulen Kompromissen, damit wir die Freudigkeit bewahren, die uns selber hilft, gut und gern zu leben und uns auch anziehend macht für die Mitmenschen. Sie macht uns auch zu Missionarinnen und Missionaren für das Evangelium Jesu Christi. Ernsthaftigkeit und Freudigkeit im christlichen Leben wirken anziehend und überzeugend. Gott und Jesus Christus haben Sie, liebe Novizinnen, aber auch uns alle in seine Nachfolge berufen. Folgen wir Gott, folgen wir Jesus Christus. Sie ganz besonders als Bräute dem Bräutigam, so wie wir es eben im Hohen Lied in der Lesung gehört haben. Und streben Sie zu ihm hin. Der letzte Satz des Evangeliums lautet: Der Heilige Geist war noch nicht gegeben, aber jetzt ist er uns gegeben. Vom Himmel her hat Jesus Christus ihn uns geschenkt. Und er schenkt ihn immer wieder neu und er erneuert ihn. Und wenn wir mit Ernsthaftigkeit zu ihm hinstreben, der Quelle des Lebens, der Wahrheit für unser Leben, der Freudigkeit für unser Leben, dann erfahren wir diese innere Freudigkeit jeden Tag neu. Liebe Novizinnen, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns unserem Herrn nachfolgen in Ernsthaftigkeit. Das ist nicht so schwer, wie es von manchen dargestellt wird, manchen auch dargelegt wird. Es ist eigentlich das tägliche Mitgehen mit ihm, seinem Beispiel folgen, an ihm Maß nehmen im Alltag, wo immer uns das Leben hingestellt hat, welchen Stand auch immer wir leben in der Kirche und in der Gesellschaft. Aus der Treue, aus der Ernsthaftigkeit erwächst die Freudigkeit. Lassen wir uns das heute gesagt sein, Ihnen ganz besonders, aber auch uns allen, damit unser christliches Leben uns Freude schenkt und anziehend wirkt auf unsere Mitmenschen. Es ist nötig und wichtig und unerlässlich, dass der Geist Jesu Christi bei uns lebendig bleibt und sich auch wieder mehr ausbreitet. Denn ohne diesen Geist des Ernstes und der Freudigkeit kann unsere Welt nicht leben. Sie braucht den Geist Christi und wir können ihn der Welt, den Mitmenschen und der Zukunft schenken. Seien wir uns alle unserer Aufgabe und auch unserer Pflicht bewusst. Leben wir den Geist Jesu Christi zu unserem Heil und zur Zukunft der ganzen Welt. Amen.